Ja, ich freue mich, heute hier sprechen zu dürfen. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Wie ordnet sich jetzt dieses Thema Bausteine eines regionalen Trockenheitsmonitorings in diese Tagung und in diesen Block ein? Es geht ja um Extremen. Zunächst einmal natürlich, Trockenheit, Dürre ist ein extremes Ereignis. Also wir haben zu wenig Niederschläge, zum Teil noch in Kombination mit sehr hohen Temperaturen, die dann zu starken Defiziten im Wasserhaushalt führen. Von daher passt das schon mal in diese Session zu Niederschlagsextremen. In Richtung Trockenheitsmonitoring geht es hier um die Entwicklung eines regionalen Trockenheitsmonitorings. Warum brauchen wir das? Das hängt mit diesem Gesamtthema der Tagung zusammen. Wie stark müssen wir differenzieren? Es gibt ja schon einige Trockenheitsportale, Monitoringinstrumente, die von den Anwendern nach einer Befragung, die wir durchgeführt haben, aber als nicht ausreichend, zu unspezifisch empfunden werden, nicht passend für unsere Region. Von daher besteht der Bedarf nach etwas Neuem, etwas Spezifischeren. Gut. Was genau verstehe ich jetzt unter diesen Bausteinen? Was brauche ich, wenn ich ein Trockenheitsmonitoring durchführen möchte? Zunächst einmal muss ich mir darüber klar sein, warum will ich das tun? Welche Motivation habe ich? Habe ich teilweise schon angesprochen. Welche Nutzergruppen gibt es? Wer soll dieses Produkt überhaupt nutzen? Welche Vorstellungen haben die und so weiter. Dazu haben wir eine Befragung durchgeführt, noch mit einer relativ kleinen Stichprobenzahl, aber immerhin. Ein paar Ergebnisse dazu werde ich demnächst vorstellen. Dann muss ich mir Gedanken machen, welchen Index, welches Modell möchte ich denn verwenden für die Bewertung von Trockenheit, für dieses Portal, um dann eben festzulegen, was ist jetzt wirklich extrem, was führt dann auch zu deutlichen Auswirkungen. Um jetzt festzulegen, okay, wir kommen jetzt in eine Kategorie starke Trockenheit. Das muss ich ja an einem bestimmten Indexwert, also an bestimmten Schwellenwerten festmachen. Am besten noch koppeln mit spezifischen Dürrefolgen, unter Umständen auch Warnungen an die Bevölkerung oder an verschiedene Institutionen herausgeben, dass das gemacht werden muss. Solche Schwellenwerte werden häufig willkürlich oder anhand der Verteilung festgelegt, aber günstig wäre es natürlich, das an die Auswirkungen zu koppeln. Und die können in den verschiedenen Sektoren sehr, sehr unterschiedlich sein, weil jeder Sektor ist auf unterschiedlichen sogenannten Wirkungszeitskalen von Trockenheit betroffen. Und dafür brauchen wir natürlich die entsprechenden Daten aus den Impact-Bereichen, um zu schauen, wie passen denn unsere Schwellenwerte dazu, um dann zum Beispiel durch Korrelationsstudien oder ähnliche Analysen herauszufinden, welche Schwellenwerte sind jetzt am besten geeignet, um verschiedene Dürrekategorien festzulegen. Gut, und dann kann ich das Ganze natürlich in eine Art Frühwarnsystem einfließen lassen und am besten noch mit Handlungsempfehlungen für spezifische Sektoren koppeln. Ja, was brauche ich also, um ein Trockenheits- oder Dürremonitoring-System aufzubauen? Ich werde heute hauptsächlich auf die beiden ersten Punkte eingehen, ein bisschen was zu den Korrelationsstudien sagen. In Richtung eines Frühwarnsystems und Handlungsempfehlungen ist es dann noch ein deutlicher Schritt. Also dazu kann ich jetzt noch nicht allzu viel sagen. Beginnen möchte ich mit der Motivation. Warum brauchen wir ein regionales, impactorientiertes Trockenheitsmonitoring für den Freistaat Sachsen? Und welche Nutzergruppen sollen damit angesprochen werden? Gut. Grundsätzliche Motivation ist natürlich, Trockenheit als Extrem ist mit spezifischen Folgen in den verschiedenen Sektoren Land- und Forstwirtschaft, aber auch in der Hydrologie, Wasserbereitstellung verbunden. Von daher ist es sinnvoll, sich damit zu beschäftigen. Andererseits haben wir beobachtete Trockenheitstrends, hier jetzt mal dargestellt für Deutschland, die Tschechische Republik und Polen, für das Frühjahr im Zeitraum 1961 bis 2015. Und da haben wir einen deutlichen Trend, also je orangener und roter, desto stärker ist halt der Trend in Richtung trockener Bedingungen ausgeprägt. Wir haben also beobachtet einen Trend zu mehr Trockenheit, vor allen Dingen im Frühjahr bis in den Sommer hinein. Das heißt, es ist wirklich sinnvoll, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil wenn es nicht auftreten würde oder abnehmen würde in der Häufigkeit, wäre es nicht so interessant. Zudem projizieren auch verschiedene regionale und globale Klimamodelle ein
Anstieg von Trockenheit, vor allen Dingen im Sommer. Das ist jetzt hier gezeigt. Wir haben hier das Änderungssignal der Zeitscheibe 2071 bis 2100 gegenüber der Referenz 1961 bis 1990. Die Punkte sind unterschiedliche Klimamodelle, Klimamodellläufe, also ein größeres Ensemble von statistischen und regionalen Modellen. Und hier haben wir noch im Vergleich das Wintersignal. Wir sehen also, der Großteil der Modelle liegt hier im Bereich der Abnahmen von Trockenheit im Winter und zunehmender Trockenheit im Sommer. Also vor allen Dingen im Sommer, wo es dann wirklich relevant ist für Landforstwirtschaft. Das heißt wiederum, es ist sinnvoll, sich mit dem Thema Trockenheit und vorbeugende Maßnahmen zu beschäftigen. Angesprochen wurde, dass bisherige Produkte als zu unspezifisch empfunden werden. Ich habe hier als Beispiel mal das Dürremonitoring-Produkt des Europäischen Dürre-Observatoriums, European Drought Observatory, dargestellt. Ich bringe dann noch ein paar mehr Details. Aber wir sehen zum Beispiel hier, bei diesem einen Index haben wir halt eine sehr grobe Auflösung über Rasterdaten, während dieses kombinierte Produkt dann schon etwas detailreicher wird. Gut. Zu den Nutzergruppen habe ich ja schon angesprochen. Wir haben verschiedene Vertreter von Fachbehörden in Sachsen befragt. Zum einen nach ihren Ansichten und Erfahrungen mit den Begriffen Trockenheit, Dürre, wie sie das für ihren Sektor definieren, empfinden, welche Datengrundlagen sie uns denn zur Verfügung stellen können, um die Impaktrelevanz bewerten zu können, also Korrelationsanalysen mit verschiedenen Dürreindizes durchzuführen, ob sie eventuell schon eigene Analysen vorgenommen haben, die wir halt nutzen können. Also es gibt ja international schon einen steigenden Anteil von Literatur, die sich damit beschäftigt, diese Verbindungen, Verknüpfungen zwischen Dürrefolgen und Dürreindex-Schwellenwerten. Und ein Teil der Befragung richtet sich auch danach, habt ihr denn überhaupt Bedarf an dem Trockenheitsmonitoring? Was genau braucht ihr? Wie ordnet ihr das ein für euren Bereich? Und welche ganz konkreten Anforderungen habt ihr? Habt ihr so eine Art Wunschliste? Was soll das Ding können? Und über ein paar von diesen Aspekten möchte ich jetzt reden. Zunächst mal ganz kurz zu diesen Begrifflichkeiten. Trockenheit, Dürre. Ich habe das jetzt teilweise so ein bisschen gemixt verwendet, weil es für mich ähnliche Aspekte ausdrückt. Andere definieren das für sich in unterschiedlichster Art und Weise. Also die meisten Anwender haben zunächst einmal, als wir sie gefragt haben, macht ihr einen Unterschied zwischen Trockenheit, Dürre, wie definiert ihr das für euch? Dann kam man so ganz langsam ins Gespräch, okay, wie seht ihr das, welchen Begriff verwendet ihr häufiger? Also ganz häufig ist es halt wirklich intuitiv verwendet und eher in Richtung Trockenperiode, Trockenjahr, aber das differenziert wirklich von Person zu Person, von Sektor zu Sektor. Insgesamt stellt es sich dann so ein bisschen heraus, dass dieser Dürrebegriff dann doch eher mit dem Bereich Landwirtschaft in Verbindung gebracht wurde, dem ein Pflanzenbezug zugeordnet wurde und Dürre dann häufig auch mit dem Auftreten von Folgewirkungen in Verbindung gebracht wurde. Also trocken einfach als Anomalie, also das muss noch nicht extrem sein, und Dürre dann eher als dieses Extrem der Trockenheit. Also Dürre als Art Steigerung von Trockenheit, nicht nur in der Zeitdauer, sondern teilweise auch, dass niedrigere Schwellenwerte angesetzt wurden, wie zum Beispiel hier auf die nutzbare Feldkapazität bezogen oder auch eben bezogen auf die Auswirkungen, wie ich schon nannte, dass Dürre halt mit stärkeren oder überhaupt erst mit Auswirkungen verbunden ist, während Trockenheit zunächst einmal ein Zustand ist, der noch nicht unbedingt mit Auswirkungen verbunden sein muss. Ja, wenn ich jetzt also ein Monitoring betreiben möchte, ist es wenig sinnvoll, jetzt nur dann Warnungen rauszugeben, wenn die Dürre schon da ist, sondern ich muss halt sehen, es wird trockener, muss das begutachten, welches Potenzial besteht, eben in Richtung sich entwickelnder, schwerwiegender Auswirkungen zu kommen. Gut, ein paar ausgewählte Interviewergebnisse hier in einer Tabelle zusammengefasst. Also zunächst einmal hier die Übersicht,
Wen haben wir gefragt? Aus den Bereichen Landwirtschaft waren es zwei Gespräche, die stattgefunden haben. Im Forst war es ein Gespräch und im Wasser hatten wir insgesamt drei Gespräche mit jeweils einer unterschiedlichen Zahl, 1 bis 5 von Gesprächspartnern. Wir haben einen Fragebogen verwendet für diese Gespräche, hatten eine ganze Reihe von offenen Fragen, wo die Gesprächspartner halt ihre Ansichten äußern konnten, sich einbringen konnten. Und wir hatten ein paar solche 1 bis 10 Fragen, also wo sie einfach eine Bewertung für sich vornehmen sollten. Und da haben wir zum Beispiel hier sie befragt, welche Priorität würden sie einem Trockenheitsmonitoring beimessen. Reichte von 1, sehen Sie keinen Bedarf, macht für Sie keinen Sinn, bis 10, höchste Priorität. Und die meisten waren schon so im, zumindest mindestens eine 5. Also es gibt schon einen gewissen Bedarf, wobei halt es auch genügend andere Bereiche gibt, die halt auch weiter vorangebracht werden müssen. Beziehungsweise wenn ein geringerer Bedarf gesehen wurde, dann hing das oft damit zusammen, dass es schon eigene Instrumente gibt, die man glaubt, eben die ausreichend sind, oder dass man sagt, okay, in unserem Bereich, wir können eh nichts machen, wenn die Dürre ist. Ist uns egal, wir können nicht viel dagegen steuern. Also brauchen wir das auch nicht wirklich. Das waren so die Hauptargumente für geringere Zahlen. Dann haben wir gefragt, was Sie vom Aufbau einer Dürre-Impact-Datenbank halten. Also sprich, dass man anfängt, eine Datenbank anzulegen. An diesem Ort ist zu diesem und jenem Zeitpunkt diese und jene Trockenheitswirkung aufgetreten. Eine solche Datenbank also existiert im groben Umfang zum Beispiel schon für Europa und sie wird verwendet, um Studien durchzuführen, wie gut verschiedene Trockenheitsindizes diese Dürrewirkung wiedergeben können, also auch zur Festlegung von Schwellenwerten von Dürreindizes. Also das wäre zum Beispiel ein Wert einer solchen Datenbank. Und die meisten standen dem recht offen gegenüber, ein paar sahen darin wenig Sinn, beziehungsweise begründeten sie ihre Ablehnung auch damit, dass es einfach schwierig ist, so etwas standardisiert aufzubauen. Also man muss halt sehr viele Festlegungen treffen und wer soll das pflegen. Ja, sollten mit der Festlegung von Trockenheitsstufen und mit diesem Monitoring auch konkrete Handlungsempfehlungen verbunden sein? Da ging die Meinung sehr weit auseinander. Einige empfanden das als komplett unnötig, andere meinten, das wäre unabdingbar, so etwas mit einzubeziehen. Begründungen für diese geringen Zahlen waren häufig, ja, wir können halt nicht viel handeln, wie ich es vorhin schon sagte, also, oder wir wissen schon, wie wir handeln müssen, wir brauchen nie jemanden, der uns das empfiehlt, was wir machen müssen, sondern wir machen das schon von uns aus. Ja. Dann ging eine Frage in Richtung, wie sinnvoll wird es empfunden, sogenannte Vergleichsjahre zu verwenden, also den derzeitigen Trockenheitszustand, die Dürrebedingungen zu vergleichen mit Ereignissen in der Vergangenheit, sodass man sagen kann, eben die Trockenheit 2015 war halt ähnlich intensiv wie 2003 in der Region beispielsweise. Und dann haben wir auch gefragt, wie wichtig finden die Anwender eine Prognosefunktion, also wie wichtig ist, jetzt nicht nur in die Vergangenheit zu schauen, sondern auch in die nächsten Wochen bis Monate, in die Zukunft, wie wird sich die Trockenheit weiterentwickeln? Und das war halt ein Punkt, da waren alle Anwender sich einig, also wenn wir schon so ein Trockenheitsmonitoring-Portal haben, dann muss das diese Funktion beinhalten. Wobei sich alle mehr oder weniger darüber im Klaren waren, dass das mit gewissen Unsicherheiten verbunden ist, die dann gerade in den Bereichen, die besonders spannend sind, von mehreren Monaten, Jahreszeiten bis Jahre, halt ansteigend sind in den Unsicherheiten. Aber das ist es, wo der Schritt hingehen soll. Gut, welche weiteren Anforderungen wurden geäußert von den Nutzern? Was soll das System können? Ja, es soll nutzerspezifisch sein, sprich die verschiedenen Anwender in der Land-, in der Forstwirtschaft, in der Wasserwirtschaft ansprechen und nicht nur eine allgemeine Trockenheitseinschätzung geben. Es soll natürlich flächendeckend für Sachsen verfügbar sein, möglichst einfach, selbsterklärend. Es soll Zeitreihendarstellungen geben, also nicht nur Karten, sondern auch Zeitreihen mit der Möglichkeit, bestimmte Teilgebiete auszuwählen.
sodass man eben die selbst einordnen kann, die bisherigen Bedingungen in der Vergangenheit. Für die Kartendarstellung sollte der Zeitraum, der dargestellt wird, wählbar sein und auch eine Funktion zum Export dieser Karten für eigene GIS-Anwendungen möglich sein. Natürlich diese Grafiken und Zeitreihen auch downloadbar sein. Dann wurde diskutiert, inwieweit man in das Portal neben den beobachteten Klimadaten auch weitere Daten wie zum Beispiel Wetterlagen, Satellitendaten oder insbesondere auch Radardaten mit einbeziehen kann, um das Ganze halt noch spezifischer zu gestalten. Also die Satellitendaten zum Beispiel für die Bewertung des Zustandes der Vegetation. Und damit kann man ja auch Bodenfeuchte zum Teil mit abschätzen. Ja, im Frustbereich wurde ganz konkret geäußert, was Sie sich wünschen, ist eine Hilfestellung bei der Bewertung der Baumvitalität und der Ursachen beobachteter Schadereignisse. Und in der Landwirtschaft wurde der Wunsch geäußert, dass es eine regionstypische Darstellung von Trockenheitsrisiken geben sollte. Also dass man zunächst einmal den Ist-Zustand charakterisiert, welche Region in Sachsen jetzt besonders trockenheitsgefährdet sind und dass man halt auch langfristige Klimatrendbewertungen mit einbezieht, um die Landwirte dazu zu motivieren, in Richtung trockenheitsangepasste Pflanzen und auch Bewirtschaftungsformen den Schritt zu gehen. Ja, nochmal den Blick zurück. Ich habe jetzt gerade über die Motivation für das Monitoring an sich und die Nutzergruppen gesprochen und möchte jetzt kurz auf den Bereich der Index- und Modellwahl eingehen und das am Beispiel von bereits existierenden Portalen. Also welche Indizes werden dort genutzt? Wie sehen die Karten beispielsweise aus? Und ausgewählt habe ich dafür dieses europäische System, das European Drought Observatory. Für Deutschland gibt es vom OFZ den sogenannten Dürremonitor. Dann gibt es das tschechische System Intersucho. Und in Polen gibt es mindestens drei Systeme, die sich mit der Dürrebewertung beschäftigen. Ja. Die Indizes, die genutzt werden, also prinzipiell ist es häufig so, dass klimatische Indizes wie der SPI benutzt werden, zum Beispiel auch bei den beiden Sachen, oder und ein Bodenfeuchtemodell laufen gelassen wird, um Bodenfeuchte zu bewerten, wie in den drei Systemen. Zusätzlich werden zum Teil noch Vegetationsindizes, die aus Satellitendaten abgeleitet werden, einbezogen. Die Sektoren, die diese Portale adressieren, sind ganz häufig Landwirtschaft bzw. rein erstmal eine klimatologische Einordnung von Trockenheit. Die räumliche Auflösung ist recht unterschiedlich. Also wir sind hier bei einem 24. Grad für Europa und der Dürremonitor ist in einem 4x4 Kilometer Raster verfügbar. Das tschechische System arbeitet mit 500x500 Meter. Und bei den polnischen Systemen hängt es halt davon ab, welches System das ist. Oft basieren die auf Stationsdaten, deren Werte dann halt interpoliert werden. Gut, auf den Karten. Es ist sehr unterschiedlich, was man dann sieht. Das zeige ich am besten anhand von ein paar Bildern. Und zusätzlich wird von einigen Systemen noch ein sogenannter Dürre-Report geboten, also so eine Einschätzung der Trockenheitsbedingungen, eine Bewertung durch einen Experten. Oft wird das nur gemacht, wenn wirklich eine Dürre vorliegt, dass die vorliegende Dürre bewertet wird, wie bei diesem europäischen System oder auch bei einigen polnischen Systemen. Und bei dem tschechischen System erfolgt wöchentlich eine kurze Einschätzung des Feuchte- und Trockenheitszustandes. Ja, zur Prognosefunktion, die war ja gewünscht, Top-Priorität auf der Wunschliste, bieten nicht alle Systeme. Also das europäische System bietet zumindest für die nächsten Tage eine Prognose. Für den Dürremonitor gibt es das bisher nicht. Für das tschechische System gibt es zwei verschiedene Varianten, also so eine Kurzfristprognose basierend auf Wetterprognosedaten und dann eine probabilistische Vorhersage für die nächsten Monate.
Und beim polnischen System haben einige Systeme das integriert und da schwankt es zwischen Vorhersagen zwischen 3 bis 20 Tagen. Gut, schauen wir uns das nochmal genauer an. Das europäische System verwendet 3 Indizes und einen kombinierten, also CDI, Combined Drought Index ist das dann, oder Drought Indicator. Wir haben hier also den SPI auf der Zeitskala von 3 Monaten, also schaut 3 Monate zurück und vergleicht das mit dem Klima normalen, standardisiert. Wir haben eine Bodenfeuchteanomalie und eine Vegetationsanomalie. Und das Ganze, also die 3 Karten, werden dann kombiniert zu dieser Dürre-Einschätzung. Man kann dann frei wählen hier jeweils den Zeitraum, für den man die Karte angezeigt haben möchte. Also man kann auch in das Archiv zurückschauen, wie ich das in dem Falle für den August 2015 gemacht habe. Und kann in die Karten rein und rauszoomen. Also ich habe jetzt hier reingezoomt, man kann sich natürlich auch ganz Europa anschauen. Ja. Dürremonitor Deutschland ist mehr oder weniger diese Seite. Es gibt dann noch ein paar Informationen über so ein Paper, was dahinter steht. Man hat die Bodenfeuchte in 2 Tiefen bewertet, also bis 25 cm und bis 1,80 m. Und dann kann man sich noch für die letzten 2 Jahre aus dem Archiv ein paar Karten anschauen. Runterladen habe ich nicht geschafft, ich habe es dann über Screenshot gemacht, aber das wäre die Karte für den August 2015. Also insgesamt bisher noch eine recht eingeschränkte Funktionalität für dieses Portal. Wobei ich halt auch mit dem angegebenen Kontakt, mit dem Andreas Marx, gesprochen habe und das sind weitere Entwicklungen geplant. Also ich bin gespannt, was hier noch kommt. Ja, jetzt sind wir bei den polnischen Systemen. Da haben wir ein System vom polnischen meteorologischen und hydrologischen Dienst, was mit dem Standardized Precipitation Index und dem Effective Drought Index arbeitet. Also das ist basierend auf Monatsdaten und das ist basierend auf Tagesdaten. Und es wird dann halt eine Karte generiert. Auch hier ist es mir möglicherweise auch aufgrund von Sprachproblemen nicht gelungen, ein Archiv zu finden, von daher nur die aktuelle Einordnung. Also für in dem Falle bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es März oder Mai ist. Auf jeden Fall, nee, wahrscheinlich der März. Mai ist ja noch nicht vorbei. Gut, also relativ wenig Funktionen, die ich jetzt erschließen konnte. Das zweite polnische System macht das Ganze basierend auf der klimatischen Wasserbilanz und verknüpft das mit Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Wir haben hier also die Einschätzung der klimatischen Wasserbilanz. Ich habe das hier, also soweit es mir möglich war, habe ich immer den gleichen Zeitraum genommen, und zwar den August 2015. Und man hat hier halt vor allen Dingen im westlichen Bereich, westeren, mittleren Bereich Polens eine deutliche Trockenheit zu spüren, die sich auch im Landwirtschaftsbereich äußert. Also das sind jetzt potenzielle Dürrezonen für die Zuckerrübe. Also man kann dort verschiedene landwirtschaftliche Kulturen auswählen und dann bekommt man für die ein Dürrerisiko. Können Sie mal bitte den Zeitraum benennen? Zeitraum? Ja. August? Ich kann das nicht erkennen. August 2015. Also es blickt noch ein Stück weiter zurück. Also es geht von August bis September, also 2 Monate ist die Periode hier. Gut, ich wurde gerade aufmerksam gemacht, wir müssen etwas schneller durchgehen. Wir sind also bei noch einem weiteren polnischen System, nutzt 3 verschiedene Indizes, auch wieder einen Bodenfeuchteindex und verschiedene landwirtschaftliche Indizes. Das ist jetzt der SPI auf verschiedenen Zeitskalen dargestellt. Und das letzte System wäre das tschechische System. Da hat man recht viele Funktionalitäten. Also man kann sich Karten von im Boden gespeicherten Wasser in Millimeter anschauen, das Ganze in Prozent ausgedrückt als Wassersättigung des Bodens, Einordnung der Dürreintensität, indem man halt diese Bodenfeuchtewerte in die Klimatologie einordnet. Und
Einordnung des Vegetationszustandes anhand von Satellitendaten. Dieses blaue hier ist die Veränderung zur Vorwoche. Also in dem Fall hat es halt geregnet gehabt und die Vegetationszustand hat sich verbessert, obwohl er halt noch deutlich unter Normalbedingungen liegt. Ja, um nochmal zurückzukommen. Ich habe ja jetzt verschiedene existierende Systeme vorgestellt. Und wie passen, also werden die Erwartungen der Anwender gerecht? Also die Anwender erwarten sich durch so ein Portal Zusatzinformationen zu dem, was bisher vorliegt. Werden sie sicher bekommen. Sie möchten das Ganze nutzen als Argumentationsgrundlage für verschiedene Entscheidungen, also Entscheidungshilfe, in welche Richtung, was soll ich anbauen, was kann ich tun, auch in Richtung dann Handlungsempfehlungen. Das Ganze soll eine regionale Differenzierung zu den bisherigen Produkten bringen und möglichst auch Zeit einsparen, dass man sich einige eigene Analysen sparen kann. Die Karten möchten gerne auch für die Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden und hoffentlich wird durch das System ein früheres Handeln ausgelöst. Insgesamt soll das Portal dann halt als Referenz für Sachsen dienen. Ich habe jetzt also die Bereiche abgearbeitet. Ich habe gesagt, ganz kurz zu den Korrelationsstudien. Wir haben halt den sogenannten Standardized Precipitation Evaporation Index, was eine standardisierte Wasserbilanz darstellt, korreliert mit Abflussdaten. Und das Ganze möchte ich jetzt mal am Beispiel der Vereinigten Mulde mit zwei kleinen Teileinzugsgebieten darstellen. Wir haben hier die Korrelationsmatrix, wir haben hier also die Wirkungszeitskala, auf welcher Zeitskala wir den Dürreindex berechnen und hier sind die Monate aufgetragen. Das ist das kleine Einzugsgebiet, mittleres Einzugsgebiet und das große Einzugsgebiet. Was man erkennt ist, dass die Korrelationen in den Wintermonaten insgesamt größer sind als in den Sommermonaten, ist nicht unbedingt verwunderlich, und dass die größten Korrelationen im Bereich von 2 bis 4 Monaten meistens auftreten. Also über diesen Zeitpunkt zurückblicken, werden die Pegelstände am besten wiedergegeben. Ja, was wir jetzt brauchen, also ist natürlich noch viel mehr weitergehende Studien in diesem Bereich, Korrelationsstudien, dass wir noch mehr Impactdaten betrachten, schauen, welche Schwellenwerte von Dürreindizes passen dazu, um dann wirklich ein Frühwarnsystem mit Handlungsempfehlungen entwickeln zu können. Und das Ganze sollte möglichst auch in eine Art regionalen Dürreplan eingebunden sein. Das müsste noch recherchiert werden. Wer ist für was Ansprechpartner? Es gibt ja jetzt schon in verschiedenen Gemeinden bestimmte Personen, die dann auch Nutzungseinschränkungen für verschiedene Bereiche einsprechen. Wie machen die das bisher? Welche Schwellenwerte nutzen die? Also woran sagen die jetzt, okay, dieser oder jene Nutzer darf jetzt nicht mehr was einschränken, dass man das zusammenfasst und möglichst mit diesem Portal verbindet. Dann würden also viele weitere Nutzergruppen dazukommen und man müsste sich mit denen nochmal auseinandersetzen, die befragen und das Ganze halt als Kreislauf sehen. Das ist auch, was in den Gesprächen rausgekommen ist. So ein System muss leben. Es muss gepflegt werden, es muss gewartet werden, es muss sich weiterentwickeln und es kann kein statisches System sein. So, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Wir sind in der Zeit schon ein bisschen vorangeschritten, deswegen erstmal eine Frage. Ich glaube, die Barbara Köstner hatte den Arm oben. Danke dir. Zu den Begrifflichkeiten. Spricht man jetzt einerseits von atmosphärischer Dürre und auch atmosphärischer Trockenheit und Bodentrockenheit oder geht eben beides zusammen? Und für mich ist der Begriff Dürre immer mit etwas verbunden, was verdorrt. Also da muss doch unbedingt eigentlich ein flächenhafter Pflanzenparameter mit hinein. Das ist das eine. Das andere nur so als Anmerkung. Wir wissen ja jetzt im Zunehmen der CO2-Konzentration, also Phase-Effekte, bleibt der Bodenwassergehalt höher erhalten. Das heißt, eigentlich ist das jetzt im Zuge des Klimawandels oder des CO2-Anstiegs ein Effekt, der dem entgegenwirkt. Ist da irgendwie wieder mit dran gedacht, dass wir ja eigentlich bessere Bodenwassergehalte haben, als wir rein mit dem Temperatureffekt erklären wollen? Also das ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Also bisher haben wir das noch nicht mit einbezogen. Muss man mit im Blick behalten. Da nutze ich die Lücke gleich aus, weil es eine kurze Antwort gab.
Es gibt doch international häufig diesen Bromstrode Severity Index, an dem die Amis so extrem hängen, der auch global sehr viel verwendet wird. Jetzt weiß ich zwar aus dem Hintergrund, dass der ein bisschen willkürlich definiert ist und die Übertragbarkeit ein wenig leidet, aber trotzdem wird er international sehr viel verwendet. Wieso stößt er in Europa, in Deutschland, in Tschechien, in Polen und auch in Sachsen auf so geringe Resonanz? Also es ist ja nicht so, dass der nicht verwendet wird. Es gibt viele Studien, die für Europa diesen Index angewendet haben und mit diesem sogenannten Self-Calibrating Promotor Severity Index ist ja dieses Problem, dass der so willkürlich festgelegt wird, auch ein bisschen übergangen wird. Und trotzdem ist es halt ein sehr einfaches Bodenwassermodell und die meisten in Europa setzen dann drauf, eben ein komplexeres Bodenwassermodell zu nehmen und halt einen Bodenwasserindex zu berechnen. Okay, vielen Dank.